Wenn der Knecht vom Dache pieselt, denkt der Bauer, huch, es nieselt. So, wir sind gerade dabei aufzubrechen nach Dietfurt ins Vis-a-Vis, um zusammen mit Tieren an Ort den Leuten dort so richtig einzuheizen. Wir freuen uns schon alle drauf und dies wird bestimmt... Ein ganz tolles Tour-Tagebuch. Der Witzel, du musst erstmal weg, die Kamera muss ja dann auf dich rüberschwenken. Ich hab doch keine Weisheit gerade. Doch, das ist spontan. Spontan, Stefan. Keine Spontan. Sei wirklich spontan! Es folgt Stefans Weisheit des Tages. Kräht der Hahn auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt wie es ist. Ich will aber auch was machen. Also, was ist denn da dran so schlimm, wenn einer total leise? Ja, total leise. Ich mach mal. Komm. Nee. Ich, weißt du, Zank in der Band. Es droht die Bandauflösung. Wein davon. Die Bandauflösung. So, hier, bei unserem letzten Konzert mit Tieren-Ock haben wir unseren Gitarrenständer vergessen. Das ist uns noch nie passiert davor. Zufall. Auf jeden Fall ist der Erlös jetzt unseres entführten Gitarrenständers ein Kasten Bier. Das sieht stark nach Kneipschlägerei aus. Also ich bin der Meinung, dass das Ganze geplant war, gell? Ja, das war ja, das passiert, wenn man sein Zeug liegen lässt. Ja, ja. Okay, auf drei. Was meinst du? Eins, zwei, drei. Versuch was wert. Ja, ich hab gedacht, du lässt alles gleich los, dann hätten wir besser. Alice Caterer. Ja, ich wollte ganz schnell noch ein bisschen Salat essen. Ja, mal ganz kurz. Das ist viel Zeit. Mal ganz kurz. Aber man kommt normalerweise nach dem Auftritt. Als hätte ich das nicht von 100 Auftritten 99 Mal gemacht. Jetzt esse ich halt gerade mal kurz Salat. Ich komm gleich. Das ist immer nur. Das kommt übrigens nicht auf Musik, auf dieses Tube-Video, wenn es hier um kritische Sachen geht. Das Wichtige ist, ich muss ab jetzt rausschneiden. Der Michi hat schon viel zu viel Macht. Der Michi ist der Tour-Tagebuch. Wie sagt man? Soll man ihn unterschätzen? Das ist viel zu viel Macht für ihn eigentlich. Für ihn? Ja, wir sollten Test mal anschauen. Du sollst uns erstmal alle Videos, die du hoch... unseren Ruf im Internet zerstören. Ja, der kann alles so schneiden, dass es immer ungünstig ist. Sowas wie... Er könnte zum Beispiel... Ich unser Gespräch so schneiden, dass du ein Wort sagst und dann ich. Und am Ende kommt ein sinnvoller Satz raus. Ja, zum Beispiel... Der Michi ist der... Geilste. Was haben wir heute gemacht? Gegessen. Ja, die meiste Zeit haben wir gegessen, aber... Ein bisschen haben wir auch aufgebaut und dann haben wir ein bisschen gespielt. Das war jetzt gerade eigentlich. Das war sehr schön, weil wir haben unsere Instrumente einfach genommen und sind dann auf die Bühne gegangen. Und dann standen die erst so da, weil die hat ja keiner benutzt und dann kamen aber wir auf die Bühne. Und dann hat sich jeder ein Instrument genommen und dann haben wir ein Konzert gespielt. Und dann waren die Leute waren eigentlich sehr gut drauf, also hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja genau, und jetzt gehen wir runter und hören uns noch ein anderes Konzert an. Weil die Instrumente stehen noch da und dann machen jetzt die Leute, da sind auch wieder Leute auf die Bühne, die jetzt nochmal die Instrumente benutzen. Aber andere. Wird schön, glaube ich. Tschüss! Okay, jetzt machen wir mal anders. Wir singen jetzt mal nicht an der Stelle, mal nur hier. Schauen wir, ob das klappt. Sonst sind wir immer so laut, dass wir von euch nichts hören. Also ihr müsst richtig laut, so aus deinem Bauch. Oder noch tiefer. Well, it's all for me, but it's all for me, but it's all for me, beer and tobacco. And tobacco! Well, I'll raise your purses, let the wind blow high, wind blow low. Raise your pints and leave the whole house, 'cause maybe it's the last day in
this man.